Sodele, Teil 10 von Going with Jul auf dieser Karte. Und ich wollte noch mal eine letzte Schlacht liefern. Und hier ist sie schon. Wir werden nämlich überfallen von ganz vielen bösen Jungs. Wie viele sind es denn? Oh ja, doch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Holla die Waldfee. Gut. Also nicht gut, aber egal. Dann wollen wir mal in Stellung gehen. Mittlerweile ist es Frühling 1354. Und wir haben 1, 2, 3 Schützen, die inzwischen mit einer Armbrust ausgerüstet sind. Und die stellen wir hier oben mal hin. Dahin sollst du. Und Claritia stellt sich daneben. Und Etheldreda auch noch. So, die anderen Jungs können erstmal noch weiter mauscheln, bis die Herren angelaufen kommen. Ja, ich war ja so stolz, dass ich 1500 Sack Gerste hatte für den Winter. Und die nächste Gersteernte braucht noch so 3 Tage, 3,5 Tage. Und guck mal, wir sind auf 130 runter. Oh mein Gott. So, kommen sie angelaufen. Dann wollen wir mal die anderen auch an die Front rufen. Tack, 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 tack. All hands on deck. Nach hier. Du auch. Ah, da steht noch wer dumm rum und weiß nicht, was er machen soll. Auch dahin bitte. Hallo? Was ist denn los, Ostwirt? Wieso willst du da nicht hin? Jetzt aber schnell, schnell, Isabel. Und wir gucken uns mal an, dass die Wirkung oder Zielgenauigkeit der Armbrüste, zang, da ist schon der erste weg, doch recht gut ist. Also besser als, und der zweite ist weg. Und der dritte ist weg, wie geil ist das denn? Und der vierte ist gleich weg, oder? Warum schießt du nicht auf den? So, das war jetzt der vierte in Reihe. Ja, das ist schön, wenn ihr so in Reihe lauft, ne? Die zwei bleiben gleich besser da hinten stehen. Jo. Das tut mir jetzt aber leid. Also für die Angreifer. Ja, jetzt haben wir mal daneben geschossen. Hanald. Patsch, weg. Und noch einer weg. Ey, ist das fies. Es gibt noch eine große Armbrust. Ah, nun schieß doch mal. Die zielen da so. Hallo? Wollt ihr nicht mehr? Wo sind die anderen? Ah, die kommen ja auch angelaufen. Okay, dann kümmert sich mal die Infanterie hier um den Rest vom Schützenfest. Ja, gut. Den werde ich dann wohl nicht mehr schnappen, oder? Doch. Komm, mach den mal fertig da, den armen Kerl. Und ist jetzt wer von denen übrig geblieben? Machen wir eben auf Pause. Das waren 10, oder? Mal gucken, wie viele Leichen hier liegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, einer fehlt. Hm, wo ist der Nummer 10? Ist der noch hier unten geblieben? Gar nicht erst angestürmt gekommen? Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja gut, ist jetzt auch egal. Aber ich denke, ihr habt die extreme Wirkung der Armbrüste gesehen. Das ist schon heftig. So.
schalten wir mal das frei zum Einsammeln hier. Und ja, mittlerweile ist meine Forschung etwas vorgedrungen, sodass ich also hier das Maximale an Rüstung erreicht habe und Helm. Das ist also ein Plattenharnisch und ein Topfhelm. Und auch bei Schilden habe ich das Maximum, dieses Turmschild, erreicht. Armbrüste kann man noch einweiten. Ich habe also jetzt die normale Armbrust und da gibt es aber auch noch eine schwere Armbrust. Aber mir reicht ja die Wirkung dieser schon. So, ich schalte die Jungs mal eben um, dass die wieder, wieder was zu tun haben. Ne, ich muss die Pausentaste rausnehmen. So ist es. Ja, und deswegen ist es jetzt nicht mehr ganz so spannend, was die Herrschaften so hinterlassen. An Ausrüstungsgegenständen. Das ist wirklich nur am Anfang des Spieles spannend, denke ich. Wenn man halt selber das alles noch nicht produzieren kann, weil man eben noch nicht so weit fortgeschritten ist in der Entwicklung, in der Forschung. Ja, gut, die Dinger werden da wieder aktiv geschaltet und dann geht's weiter. Und die Jungs sammeln das Zeugs ein. Wie gesagt, die Ernte hier dauert noch 4 Tage. Das heißt, gleich ist also wieder Ernte angesagt. Und weil ich festgestellt habe, dass eben diese 1500 Gerste nicht reichen. Okay, wir sind mittlerweile 11 Mann, ja. Habe ich dann unten hier nochmal eine kleine Gerste gesät. Also, ja, ich bin halt der Gerste-Fetischist, könnte man sagen. Aber ansonsten muss ich sagen, also dieser Durchgang hier, diese Falle, ist nicht hübsch, ja, gebe ich zu. Also ich hätte jetzt lieber eine geile Burg gebaut, mit Mauern und Türmen und alles Mögliche, aber dieses dumme System wirkt. Zwischendurch waren schon mal ein, zwei andere Angriffe und da ist niemand auch nur in die Nähe gekommen, hier ans Gebäude ran. Ja. Also, wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich die halbe Mannschaft als Meisterschützen Level 10 aufwärts, dann mit Langbögen und jetzt mit Armbrüsten ausrüsten und die würden alles wegschießen, bevor die überhaupt in die Nähe kommen. Habt ihr gerade gesehen, ne? Ja, aber irgendwie ist es jetzt auch nicht weiter spannend. Ich habe dann irgendwann mal die Mitteilung bekommen, dass mein Einfluss jetzt ist jetzt bei 100%, ja, mein Dorf. Mehr geht da ja auch nicht. Es gibt hier angeblich freundliche Siedlungen, das sind die blauen, und feindliche, das sind die roten. Aber da passiert halt nichts dadurch. Mal, wieder weg. Das wird wahrscheinlich dann bei der Weiterentwicklung des Spiels eine Rolle spielen, dass man dann irgendwelche Handelsbeziehungen aufnehmen kann, dass man fremde Dörfer überfallen kann, sie zu Vasallen machen kann und weiß der Geier was nicht alles. Aber in der jetzigen Ausbaustufe, wie gesagt, ich bin hier auf Version 05.29.3 und wir haben Ende Juni, ist es das so ziemlich, ja, was man so machen kann. Und deswegen habe ich mir gedacht, lasse ich das hier mal gut sein, mit Karte Nummer 32 war es, ja, ne? 32, ja. Und ich starte das Ganze von vorne auf der nächsten Stufe, auf dem nächsten Kartentyp, der dann Talhang heißt. Bedeutet, es gibt viel weniger Grünflächen, entsprechend auch ein bisschen weniger Bäume zum Fällen, aber dafür mehr Ressourcen, insbesondere werden wir dann quasi von Lehm sammeln zu Ziegelsteinen brennen, wechseln auf hier diese Kalksteine, die man dann direkt verbauen kann. Die braucht man also nicht erst irgendwie weiter bearbeiten. Kann man später noch machen, aber die sind schon am Anfang ziemlich gut. Ja.
Ja, und insofern muss ich jetzt erstmal eine geile Talhangkarte oder wie heißt Berghang oder wie heißt das? Talhang? Berghang? Also so eine Hangkarte. Muss jetzt erstmal eine geile finden und dann mache ich vielleicht wieder mal ein Filmchen. Bis dahin, ich wünsche euch viel Spaß mit Going Medieval, euer Yogi. Ciao.